Der Rieser Buden-Sechskampf hat mittlerweile eine lange Tradition. Er findet jetzt zum 20. Mal statt. Ausrichter ist diesmal die Jugendgruppe aus Möttingen, das Heißle Mäde. Es ist gigantisch, was die Jugendlichen hier organisieren. Im Ries hat das eine ganz, ganz feste, große Bedeutung. Da kommen alle zusammen und es wird an diesem Wochenende 3 Tage groß gefeiert. Ich finde es großartig. Denn ich glaube, dass das für die Jugend besondere Erlebnisse sind. Ich bin froh um die Jugendarbeit in unseren Vereinen, wenn die Jugendlichen sich engagieren. Und ich glaube, dieses Gemeinschaftsgefühl, das sie hier erfahren, trägt das Stückchen weiter dazu bei, dass sie sich mit ihrer Heimat verbunden fühlen. Und ich als Landrat und wir als Verantwortliche in dem Landkreis wollen ja, dass die Jugend bei uns bleibt, dass die Jugend Verantwortung übernimmt, die Zukunft mitgestaltet. Und ich glaube, da passiert in diesen Feiern, in diesen Festen so viel, dass das ganz, ganz wichtig ist für die Zukunft, dass das auch später dann mal die Menschen sind, die hier leben, die hier arbeiten und die Verantwortung übernehmen. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute in Möttingen den 20. Rieser Buden-Sechskampf ausüben dürfen. Wir haben, wie es die letzten Jahre üblich war, wieder 16 Mannschaften dabei. Es gibt 3 Außenspiele und 3 Innenspiele. Wir haben ein ganzes Festwochenende über 3 Tage organisiert, der heute feierlich begonnen hat mit dem Fahneneinmarsch der Buden und dem Bieranstich vom Schirmherr Bürgermeister Erwin Seiler. Der Sieger gewinnt den Wanderpokal, der jedes Jahr weitergegeben wird. Also das klappt ohne so ganz. Du kennst das mit dir.